Seit Freitag gastiert der Zirkus Paul Busch auf einem Gelände direkt neben dem Rollermarkt an der Lürrüpper Straße. Und pünktlich zur ersten Aufführung kamen auch die Demonstranten. Gleich mehrere Tierschutzorganisationen haben sich unter dem Motto »Kein Applaus für Tierquälerei« versammelt. Initiator der Mahnwache ist Sven Fucker. Es kann einfach nicht sein in der heutigen Zeit, dass man sich nur auf die Kosten der Tiere amüsiert. Und die Haltungsbedingungen der Tiere ist einfach gravierend. Die werden das ganze Jahr rumkutschiert in LKWs, sie werden nur rumgefahren, dann haben sie irgendwelche Betonplätze, wo sie draufstehen müssen. Das ist einfach keine artgerechte Haltung und deswegen stehen wir hier, um die Leute zu bewegen, solche Zirkusse zu meiden und da nicht mehr hinzugehen. Zur Mahnwache kamen nicht nur Tierfreunde aus Mönchengladbach, sondern aus ganz Nordrhein-Westfalen. Thorsten Baumgärtner ist mit Lapino sogar extra aus Bonn gekommen. Ansonsten gucken wir, dass wir so viele Zirkusse, die mit Wildtieren oder generell mit Tieren arbeiten, besuchen, um davor zu demonstrieren und um die Besucher, die diese Zirkusse besuchen, aufzuklären. Jeder Besucher, der an diesem Nachmittag zur Aufführung wollte, musste an den Tierschützern vorbei. Dabei kam es auch immer wieder zu Diskussionen. Laut der Aktivisten hat hier keiner etwas gegen den Zirkusbetrieb im Allgemeinen, nur eben ganz ohne Tiere. Für mich kommen Tiere einfach nicht in Frage dazu, dass sie gegessen werden, ausgenutzt werden, gequält werden. Und da gehört auch eine Manege für mich dazu. Weil ich der Meinung bin, dass Tiere nicht für unsere Belustigung da sind. Überhaupt nicht zur Unterhaltung von Menschen, auch nicht zum Essen. Das machen die nicht freiwillig und das ist nicht artgerecht und die sollten nicht dazu gezwungen werden. Zwei Polizeibeamte bewachten die friedliche Mahnwache und mussten nicht einschreiten. Der Zirkus Paul Busch wollte sich zu den Haltungsbedingungen ihrer Tiere und der Demo auch nach mehrmaliger telefonischer Anfrage von uns nicht äußern.